1229, Abmarsch! Du scheinst einen Schutzengel zu haben. Der Direktor hat angeordnet, dich sofort aus der Isolationshaft zu holen. Tür auf bei 3. Wow. Krass. Ja, jetzt sind wir hier. Wir haben mit Vivian noch gar nicht fertig. Was haben wir denn hier für... Im obersten Stock ist die Krankenstation. Ganz unten ist die Kantine. Von hier unten komme ich da nicht ran. So, was haben wir hier? Der zentrale Zellenblock. Alles marode. Und die Zeit tut ihr Übriges. Jupp. Was haben wir noch? Mit wem? Mit Bumpy können wir noch quatschen. Okay, dann machen wir das mal. Nehmen wir mal diesen kleinen Part mit hier von Joe. Sein Magen knurrt. Oh, ist doch nicht mein Problem. Ich mache einen Hungerstreik. Sie haben meine Bewährung abgelehnt. Gib mir was zu essen und ich erzähle dir vielleicht was. Warte mal, wir haben doch hier den Pfannkuchen. Alter Fresssack. Also du versuchst auszubrechen? Das habe ich nie gesagt. Hast du von den spanischen Katakomben gehört? Die befinden sich unter dem Zellenblock. In denen kommst du praktisch bis ans Wasser ran. Die sind zugemauert. Deshalb suchen die Wachen da nie. Okay. Bumpys Fluchtplan. Bumpy hat mir von den spanischen Katakomben unter Alcatraz erzählt. Die sollen direkt unterm Zellentrakt liegen. Er sagt, man kommt gleich jenseits des Zaunes rein und kann dann unbemerkt bis ans Wasser gelangen. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee, aber ich behalte meinen Kopf lieber. Hat er noch was erzählt? Hast du von den spanischen Katakomben, die befinden in den Kopf... Gut, okay. Kommt das gleiche mal rum. Oh, hier ist Hank. Hank Dudis. Hanky. Der Weihnachtsgurt. Er sieht ängstlich aus. Joe, vor 15 Jahren hatte ich einen Plan, hier rauszukommen. Inzwischen bin ich zu alt dafür, aber... Du bist noch jung. Aber bevor ich ihn verrate, brauche ich noch etwas von dir. Kohle oder Pillen. Umsonst ist nur der Tod. Warte mal, wir haben doch, was haben wir denn hier? Schmerztabletten, reichen die denn wohl? Schmerztabletten aus der Krankenstation. Die sind hier mehr wert als Geld. Okay, dann geben wir ihm die da mal. Hier, nimm, wie lautet dein Plan? Zuerst musst du auf die Krankenstation. Sorge dafür, dass sie dich lange dort behalten müssen, um Zeit zu gewinnen. Vor 20 Jahren hat dort jemand ein Fenster gelockert und es mit falschen Schrauben repariert. Da oben siehst du es. Welches Fenster? Oh, meine Erinnerung lässt nach. Ist das Alter? Okay, das war dann hier. Speisesaal und Krankenstation. Okay. Dann beeil dich. Ich habe noch andere Interessenten. Kohle oder Pillen. Umsonst ist nur der Tod. Kohle oder Pillen? Warte, wir haben doch Geld hier. 20er, ne? Oder was war das? Ein 20er. Versteckt in einer Zigarette. Alles klar. Aber hier? Oh, geil. Ah, ich erinnere mich wieder. Es war auf Station 3. Da passe ich nie im Leben durch. Stimmt. Du bist größer als ich. Dann brauchst du etwas, um die Gitter zu verbiegen. Diese Dinger zum Wagen anheben. Kennst du jemanden, der sowas hat? Weiß nicht. Solche Dinger sind aus Metall. Schwer an den Detektoren vorbeizuschleusen. Wie war das nochmal mit dem Fenster? Zuerst musst du auf die Krankenstation. Sorge dafür, dass sie dich lange dort behalten müssen, um Zeit zu gewinnen. Vor 20 Jahren hat dort jemand ein Fenster gelockert und es mit falschen Schrauben repariert. Da oben siehst du es. Ja, das sind mehrere Fenster, ne? Was kommt nach dem Fenster? Klettere auf das Dach, dann darüber. Am besten bei dichtem Nebel. Geh runter zu den alten Gewölben, dann durch die Tunnel bis zum Rand der Insel. Und dann? Geh zum Südende der Insel. Und du wirst ein Seil brauchen.
um zu den Höhlen runterzukommen. Du brauchst ein Floß. Oder jemanden, der dich abholt. Eine Schwimmbürste wäre auch nicht schlecht. Ich habe da noch ein paar Fragen. Ich hoffe, dein Plan hält, was er verspricht. Ich hoffe, dein Plan hält, was er verspricht. Hängt mein Leben von ab. Und wahrscheinlich das meiner Frau. Die Route ist gut. Glaub mir. Wieso hast du es damals nicht geschafft? Ich hatte nicht genug Nebel beim Schwimmen. Manches lässt sich nur leider nicht kontrollieren. Hey. Oh, scheiße. Hey, Joe. Ich hab gehört, du versuchst dich an Hanks Plan mit dem Fenster. Nun ja. Das Fenster befindet sich in Robert Strouds Zelle auf der Krankenstation. Stroud, der Birdman, wird dich nicht ohne weiteres in seine Zelle lassen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Versuch, das Buch hier reinzuschmuggeln. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Er wird es dir danken. Damit komme ich meinem Ziel bestimmt einen großen Schritt näher. Eines Tages werde ich dich auch um einen Gefallen bitten. Und dann hoffe ich für dich, dass du den alten Frank nicht enttäuschst. Eines Tages werde ich dich auch um einen Gefallen bitten. So, kann ich mit ihm nochmal sprechen? Da hatte ich noch einen weißen Text offen gehabt. War nochmal Fenster hier auf der Planet, was er verspricht. Ne, war alles... Ich hoffe, dein Plan hält, was er verspricht. Manches lässt sich nur leider nicht kontrollieren. Okay, das war's dann. Und dann hoffe ich für dich, dass du den alten Frank nicht enttäuschst. Ich habe keine Zeit, nur rumzustehen. Okay, da sind wir da fertig, alles klar. So, wie geht's jetzt mit Joe weiter? Oder sollen wir jetzt mit Vivian weiterspielen? Nee, warte, wir sind mit Joe. Sind wir hier oben? Nee, nicht da, nicht. Eine weitere Verteilerdose. Die Stromversorgung ist hier sehr unzuverlässig. Er steht unter Strom. Das Ding wurde zuletzt in den 30ern nachgerüstet. Okay. Vermutlich der Verteilerkasten. Was haben wir hier? Bedienfeld. Die Anzeigen stimmen nicht. Der Wächter müsste mal nachjustieren. Die Wachen werden mich dann niemals ranlassen. Das glaube ich auch. Was haben wir hier? Seite? Dahinter sind bestimmt die Spulen. Sofern das Ding genau wie ein Minensucher funktioniert. Unwahrscheinlich, dass die mich das aufmachen lassen. Er sieht verwirrt aus. Hey Chief, da müsste eine Einstellschraube am Zeiger sein. Eine was? Ah, alles klar. Okay, er ist sauber. Es gibt Arbeit für dich, überall auf der Insel. Glückwunsch! Du kommst an die Luft, bekommst genug Auslauf. Klingt gut. Errungenschaft freigeschaltet. Unbezahlbare Arbeit? Okay. Reparier mal die Waschmaschine hier! Okay, dann reden wir erstmal mit ihm. Bugman! Bugman hat der Lärm hier den Verstand gekostet. Jetzt glaubt er, die Glühbirnen wären hinter ihm her. Früher konnte man noch mit ihm reden, heute nicht mehr. Bugman, warte mal, Bugman kenne ich doch aus dem Film hier. Mission Rohrfrei, genau. Oh, schöner Streifen. Oh, mein Bugman, was ist das, der Kidnapper? Ein Kidnapper aus Kansas City. Er spricht nur mit Weißen. Weswegen wir ihn an der Bleichmaschine arbeiten lassen. Damit er weiß wird, oder was? Ist klar, ey. So, was haben wir hier? Wäsche, mit Mason reden. Ich weiß nicht viel über ihn. Hey, Mr. Mason? Die Maschine repariert sich nicht von selbst. Okay. Zurück an die Arbeit, Nassauer. Ja, ist okay. Dann, was haben wir noch? Wäschekorb. Blaue Knasthemden. Wäschefalten machen andere. Ich repariere nur die Maschinen. Alles klar. Dann haben wir hier Wäschekorb. Nehmen wir den. Noch ein Berg Wäsche. Wird auch nie weniger. Linksklick. Okay, also. Noch ein Bügel.
Es ist also... Kann ich für mein Seil gebrauchen. Ich hoffe, keiner merkt, wenn ich 2 oder 3 einstecke. Die Frage ist, wo lässt er das alles? Der hat ja keinen Rucksack oder was dabei. Das ist interessant, ey. So, was haben wir hier? Die hier funktioniert noch. Ich habe sie erst letzten Monat repariert. Ach, das warst du auch. Es ist nicht mein Job, die Maschine zu füllen. Was haben wir da? Unten liegt was und da wird was angezeigt. Warte mal, Schnürsenkel? Jemand hat einen Schnürsenkel liegen lassen. Schnell aufheben, bevor Mason das merkt. So, was haben wir hier? Kleiderbügel? Es ist genau das, wonach es aussieht. Ein guter Fund. So, das haben wir. Das ist auch weg. Das ist weg. Das ist weg. Mit ihr jetzt. Chiquita, Bonita. Das ist Chiquita. Niemand kennt ihren wirklichen Namen. Nicht mal das FBI. Hi, Joe. Hey. Überschlag dich nicht. Gab's Ärger im Paradies, ja? Kam sie wieder zu spät? Ja, sie vergisst immer die Metalldetektoren. Und muss jedes Mal wieder ihre Hackklammern abgeben. Oh, oh je. Ruhe da hinten. Sei du doch ruhig, du blöde Nuss. Hast du eine Idee, was man hier rauskommt? Brauchst du was? Wie heißt Aufseher Mason? Was weißt du über den Aufseher Mason? Ich verstehe, warum du verheiratet bist. Mason ist ganz anders als du. Der streitet sich ständig mit seiner Frau. So langsam frustriert es ihn. Er fängt an, mich auszuchecken. Er wohnt in Gebäude 64. 2. Stock. Er und dich auszuchecken, aber glaubst du auch selber nicht. Hast du eine Idee, wie man hier rauskommt? Hank verkauft seinen alten Fluchtplan aus seiner Zeit mit Birdman. Ja. Brauchst du einen Partner? Nope, ist nicht drin. Bin eine klasse Schwimmerin. An Land können wir uns sofort wieder trennen. Bitte. Nein. Hey, ich mag dich und ich brauche deine Unterstützung. Aber ich habe einmal einem Partner vertraut und eine Quittung über 40 Jahre bekommen. Ich kann dich nicht mitnehmen. Verstehst du? Ja, ja. Wow, okay, brauchst du irgendwas? Was ist mit Bruno? Was ist mit Bruno? Er versucht Ärger zu vermeiden. Er hofft endlich auf seine Bewährung. Mhm. Hast du jemals mit dem Prediger gesprochen? Brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas? Ich schneidere mir gerade ein neues Outfit. Du kommst doch neuerdings viel rum. Bring mir ein paar Damensachen. Wenn ich was finde, kannst du es haben. Hast du jemals mit dem Prediger gesprochen? Nein, wir verstehen uns nicht besonders gut. Sprich beenden. Okay. Was ist das hier? Nichts ist wirklich kaputt. Ich tue trotzdem so, als würde ich es reparieren. Da hängt ein Stück Stoff fest. Das Zeug muss raus. Okay. Haben wir ein Inventar, wo wir was draus basteln können, eventuell? Kleiderbügel. Der Abfluss ist verstopft. Zu weit weg. Okay, wenn der Kleiderbügel auseinandernehmen, komme ich vielleicht dann da dran? Können wir nicht. Nur Senkel? Ne, ich glaube auch nicht. Warte mal. Bügel aus der Wäscherei. Ja. Ich habe ein paar Laken aus der Wäscherei zusammengeknotet. Okay, dann. Versuch mal, den haben wir mal zusammenzusetzen. Aber. Ein mächtiges Werkzeug. Oh. Oder ein Rückenkratzer. Ja. Jetzt kann ich angeln gehen. Versuchen wir mal, ob wir damit was machen können. Gleich hab ich's. Wow. Es war nur ein Stück Reizwäsche. Danke, Joe. Ja, warte mal, Reizwäsche. Moment, die wollte doch... genau, warte mal. Komm her, du. Sexy Unterwäsche. Von einer Frau oder Tochter von einem Wachmann. Muss aus Versehen in die Wäscherei geraten sein. Die steht ja... Kannst du hiermit was anfangen? Oh, woher wusstest du, dass ich bald Geburtstag habe? Hör zu. Ich weiß, dass du Ärger mit Gaspipe hast. Bring mir ein paar Modemagazine und ich bastel dir eine Schutzweste. Okay. Modemagazine.
der Flucht. Laut Hank gibt es im Krankenhaus ein loses Fenster. Zimmer 3 der Krankenstation. Wenn ich mich nochmal mit Gaspipe anlege, bringen die mich bestimmt dahin. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Bumpy hat mir von den spanischen Katakomben unter Alcatraz erzählt. Die sollen direkt unterm Zellentrakt liegen. Okay, wow. Sehr interessant, doch. Also, what happened? Ah, das klingt ja wirklich nach dem Ausbruch. Glaub, wenn da rauskommt, ist ja eine geile Sache. Ey. Was mache ich denn jetzt? Alcatraz, wir gehen mal. Ich denke, wir sind fertig, ich bin oder? Soweit. Vorwärts! Hopp, hopp! Okay. Wunderbar. Machen wir jetzt mit Joe weiter oder machen wir jetzt erst im Gefängnis weiter? Gute Frage, nächste Frage. Ich bring dich zu deinen Jobs. Sprich mit niemandem. Und wehe, du stiehlst etwas. Ach, halt die Klappe. Jobs. Werkstätten. Jobs und Werkstätten passt so zusammen. Au. Ah. Mein Gesäß tut weh. Mein. Ah, jetzt will ich mal anders hinsetzen. So, ein bisschen Weg nach vorne. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Ach, Mensch. Hier die Infos. Es macht Laune, Spiel, auf jeden Fall. Hinteres Fenster. Noch mehr von diesen verdammten Gitterstäben. Sie sind alle gesichert. Da kommt keiner raus. Okay, linke Fenster. Nichts, was meiner Flucht helfen würde. So, siehst du das? Abgeschlossen und vergittert. So, dann haben wir, was haben wir hier? Schalter. Ein normaler Lichtschalter. Ich sehe keinen taktischen Vorteil. Durch die Fenster kommt immer noch Tageslicht. Was haben wir das? Werkbank. Etwas Öl. Alles Teile von einer sabotierten Maschine. Etwas Öl. Er hat sich jetzt die Kanne gekrallt. Alles klar. Was haben wir hier? Sitzbank. Rechtsklick. Noch eine Holzbank. Mit einer alten Zeitschrift darunter. Also ich mache immer erst Rechtsklick und dann mache ich Linksklick, damit ich irgendwelche Sachen habe, die ich brauche. Frank. Hey, Joe, du bist also wieder für Mason unterwegs, zum Reparieren. Yep. Guter Schachzug, Joe. Guter Schachzug. Die Maschine funktioniert noch. Das Zahnrad hier muss erstmal angezogen werden. Den Keilriemen hat's zerlegt. Ist dünn, fast wie eine Schnur. Ich glaube nicht, dass wir da Ersatz für haben. Doch, haben wir. Bruno simuliert schon wieder. Was gibt's Neues? Sie haben eine Bewährung abgelehnt. Was? Kapier ich nicht. Nee, aber ich will die Entscheidung anfechten. Wenn ich zum Gericht in der Stadt gehe, kann ich wenigstens mal einen Anzug tragen. Ich schieße mir meinen Weg aus dem Gerichtssaal frei, lege ein paar Wachen um. Muss dann nicht mal die Klamotten wechseln. Hey, hier wird nicht geredet! Reparier die Maschine! Nur weil ich eine Kugel im Kopf habe, heißt das nicht, dass ich blöd bin. In dem Fall, wenn du die Kugel in den Kopf kriegst, warst du blöd, ja. Weil, wenn das nicht so wäre, würdest du die Kugel nicht in den Kopf kriegen. Logisch. Logisch. Deine Maschine ist kaputt, da ist ein Zahnrad. Was ist hier? Entspannter Knastvogel. Er gibt sich keine Mühe. Es dauert auch noch Jahre, bis sie ihn rauslassen. Seine Maschine funktioniert noch. Okay, warte mal, Schnur. Moment, wir haben eine Schnur. Der Schnürsenkel bringt mich hier nicht weiter. Hä? Warum nicht? Okay. Halt. So, guck mal. Vielleicht die Ölkanne? Dafür brauche ich kein Öl. Keilriemen. Damit es läuft, muss geschmiert werden, oder was? Was haben wir denn? Öl aus der Fabrik. Ein Schnürsenkel. Eine alte Ausgabe von International Mechanics. Wechsel oder Gleichstrom? Eine ewige Frage. Ach so, die brauchte doch so eine Zeitschrift. Moment. Vielleicht kann ich hier vielleicht nachher mal rüber schmuggeln. Ich versuche jetzt einfach mal dies mit dem da zu kombinieren. Oh, what? Clever. Krass. Und wie funktioniert das eventuell jetzt? Nicht berühren. Ich streike. Pass auf. Ich werde dir helfen.
Dann musst du nur noch hier drücken und eine halbe Stunde später ist sie wieder kaputt. Passt perfekt. Da haben wir das Problem. Arbeitest du jetzt für die oder was? Alles Teil von meinem Plan. Wart's ab. Da haben wir das Problem. Okay, ich kann den Text nicht wegdrücken. Alles Teil. Doch. Ja, okay, alles klar. Ja. Kann ich mit Schraubenschlüssel noch irgendwas machen da? Okay. Clever. Mal schauen, ob sie funktioniert. Ja. Okay. Fertig. 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 Okay. Gut, dann sind wir hier fertig, würde ich sagen. Ausgang. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig, oder?